Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich glaube, wir haben defensiv bis zum Ende hin eigentlich sehr gut verteidigt. Klar, am Ende, glaube ich, haben die ein, zwei Chancen noch. Aber bis dahin habe ich eigentlich nicht viel im Kopf. Und vorne, wir kriegen halt das 1-0 nicht rein. Ich glaube, wir haben einen Pfostenschuss von Gutti, wo danach irgendwie ein paar Flipper sind auf der Linie. Wenn der reingeht, dann kriegen wir vielleicht hier im Auswärtsspiel, ziehen wir das Spiel auf unsere Seite. Und auf Standards auch noch ein, zwei Dinger, aber allem haben wir, glaube ich, ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht gegen eine gute Mannschaft. Und ja, jetzt geht es am Dienstag weiterzumachen. Ja, es ist eine schwierige Mannschaft hier, also in Aue zu Null spielen. Ich denke, das ist sehr gut. Wir standen defensiv sehr gut. Offensiv hatten wir auch unsere Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit. Bisschen unglücklich, zweimal gut gehalten. Aber insgesamt, denke ich, können wir zufrieden sein. Ja, ich glaube, war ein sehr umkämpftes Spiel. War so ein 50-50-Spiel. Kann in beide Richtungen gehen, glaube ich. Erste Halbzeit, denke ich, sind wir ein bisschen griffiger als Aue. In der zweiten Halbzeit sind die ein bisschen griffiger. Von daher geht das, glaube ich, in Ordnung, das 0-0. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, wir haben defensiv ein ordentliches Spiel gemacht. Nach vorne haben wir vielleicht die eine oder andere Situation ein bisschen schlampig liegen lassen. Da, glaube ich, wenn wir den einen oder anderen Ball noch besser anbringen, können wir noch die ein oder andere Chance herausspielen. Aber ich glaube, wie gesagt, die Kompaktheit, die wir heute hatten im Auswärtsspiel gegen eine spielstarke Mannschaft, war schon gut und ich glaube, daran müssen wir anknüpfen. Ja klar, vor allem wenn du vorne kein Tor schießt, um den Punkt nur 10-0 musst du zu Null spielen. Ist uns jetzt das erste Mal gelungen wieder dieses Jahr und da können wir weiter aufbauen. Ja, ich glaube, dass wir immer noch ungeschlagen sind jetzt in den letzten vier Spielen und wieder einen Punkt geholt haben. Genau, und dann haben wir noch mit einmal weniger die letzten 10 Minuten gut gekämpft als Mannschaft. Das kann man, glaube ich, mitnehmen und darauf aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Das tut allgemein gut. Das merkt man auch allgemein der Mannschaft. Auch wenn ich in den ersten drei Spielen jetzt noch nicht dabei war. Aber ja, das tut allgemein gut. Klar hätten wir heute gerne einen Dreier mitgenommen, aber jetzt am Dienstag haben wir ein Heimspiel und da wollen wir auf jeden Fall nachlegen. Ja, einmal natürlich das 0-0, dass wir defensiv gut gestanden sind. Ich denke, taktisch ein gutes Spiel gemacht haben. Offensiv natürlich, wenn wir die Chance noch machen, noch ein bisschen effektiver sein. Aber ich denke, das können wir schon mitnehmen, dass wir da defensiv gut gestanden sind und taktisch ein gutes Spiel gemacht haben. Ja, schon wichtig. Ne? Also ist immer ein Punkt gegen den Abstieg. Deswegen, also wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Und wenn man ungeschlagen ist, dann sammelt man Punkte. Deswegen ist das sehr wichtig. Ja, die Woche war leicht anstrengend für den Kopf und für den Körper auch mit dem ganzen Medizincheck. Und die Reise ist auch nicht ganz reibungslos verlaufen. Von dem her habe ich es ein bisschen körperlich gemerkt und ich habe mir bei dem Spielstand dann gedacht, wenn jetzt irgendwas passiert in einer wichtigen Situation, dann schade ich nur der Mannschaft und habe mir gedacht, dass es besser ist, wenn wahrscheinlich jemand anders reinkommt und den Laden dicht hält. Ja klar, also ist natürlich am Ende nur ein Punkt, aber der Gegner kriegt auch nur einen, deswegen ist es auch für die Moral super, also ungeschlagen. Hatten wir schon mal, glaube ich, 17 Spiele am Stück. Waren viele Unentschieden dabei, aber für das Team ist trotzdem wichtig, für den Teamgeist, dass du da sagen kannst, dass du zu Null spielst. Deswegen schauen wir, dass wir die Serie so lange wie möglich halten. Ja, sehr gut. Ein, zwei Jungs kannte ich auch schon von vorher. Von daher war der Einstand schon, wurde mir vereinfacht. Also die Jungs sind auch sehr nett und ja, bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. Ja, die Mannschaft ist super. Ich kenne ja auch noch den einen oder anderen Spieler von früher und von anderen Mannschaften. Also von dem her hat es mir die Mannschaft super leicht gemacht. Ich glaube, das hat man heute im Spiel auch gesehen, dass wir schon eigentlich eine gute Abstimmung hatten teilweise. Und ja, die ersten Tage waren sehr gut. München, ich kenne die Stadt ein bisschen auch von früher noch und von dem her alles super.